Hallo, ich bin gerade hier in Tsungigi. Ja. Also ich werde heute die Kunden abholen am Hafen von Bangsal. Also Tsungigi ist ja etwa 20 Minuten bis zum Bangsal hin. Ja. Aber es ist ja noch nicht so ganz optimal zurzeit. Es fängt gerade, also Tourismus fängt gerade an. Bei uns gerade nach der Pandemie, und wir hoffen, dass es dann schon mehr Touristen hier zu uns kommen. Ja. Und heute fahre ich zum zweiten Mal zum Hafen. Also nach 2 Jahren, dann kommen wir hier zum zweiten Mal hier zum Hafen. Und ja, dann der Hafen ist etwas beschäftigter geworden, und dann ich hoffe, dass wir mehr Gäste haben werden. Ja. Und ja, dann schauen wir mal, wie Tsungigi aussieht. Ja. Gerade Richtung Hafen, und dann so sieht Tsungigi aus. Ja. Und ja, ist noch ganz leer, und da sitzen auch schon 2 Männer in der Mitte der Straße, um Spende zu sammeln. Das ist eigentlich Spende für die Moschee hier in der Nähe. Ja, es ist noch sehr ruhig. Ja. Viele Geschäfte sind geschlossen, und wir erwarten schon, dass im Juni, also nächsten Monat, es ist gerade der 20. Mai jetzt, ja, und wir hoffen, dass im Juni schon mehr Gäste zu uns kommen. Ja, dann schauen wir mal. Ja, untuk teman-teman di Indonesia, saya akan membuat video ini 2 versi ya. Jadi satu saya peruntukkan buat mereka yang berasal dari Jerman. Ya. Also ich rede auch schon zwischendurch mal auf Indonesisch, weil ich auch schon diese Video für unsere Landsleute hier in Indonesien mache, und damit die dann auch das verstehen. Ja. Nah, jadi seperti ini Tsungigi ya. Jadi masih belum sibuk ya. Tsungigi adalah pusat pariwisata ya. Nah, dulu di awal-awal Tsungigi adalah tujuan wisata utama, dan Tsungigi di Tsungigi adalah tempat hotel-hotel besar ya. Sekarang sudah terbagi karena misalnya ya sudah berkembang dengan bagus sekali, menjadi satu tujuan wisata penting di Lombok ya. Karena di sana di Kute ada sirkuit ya yang cukup terkenal, booming ya di tahun ini. Awal tahun ini ada perhelatan motor GP ya, motor Grand Prix ya. Kita sedang berada di atasnya Sheraton ya, hotel di Tsungigi. Seperti ini kelihatannya, jalan-jalan sudah rapi, sudah bagus ya. Jadi pada masa pandemi rupanya dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur ya, jalan-jalan. Nah, di sini sudah bagus. Jadi kalau Anda datang ke Lombok ya, jangan ragu, Anda bisa berkendaraan dengan mobil ataupun sepeda motor, jalan-jalan sudah bagus ya. Also das ist kein Problem hier zu uns zu kommen, wenn Sie dann selber fahren wollen, ja. Also wenn Sie dann auch schon mit dem Linksverkehr gewohnt sind, also vielleicht haben Sie dann einmal auch in England gefahren oder woanders, vielleicht schon in anderen Ländern, in asiatischen Ländern wie Thailand zum Beispiel. Ich glaube, in Thailand fährt man auch schon links dort. Ja. Hier kann man auch sehr schön, sehr gut fahren, ja, weil die Straßen schon sehr optimal sind. Also so sehr optimal ausgebaut. Ja. Da sieht man also auch schon einen Touristenbus. Ja. Das heißt, zurzeit kommen auch schon viele Einheimische zu uns, ja, nach Lombok. Ja. Nur wir erwarten auch schon mehr Touristen aus dem Ausland, ja. Aus Europa, aus Australien, England, ja. Und besonders ich, ja, ich bin für die
deutschsprachigen Leute spezialisiert. Ja? Also das mache ich schon seit Jahren jetzt, die Führung für die Deutschen, ja? Für die deutschsprachigen Leute. Und das mache ich auch sehr gern. Das macht mir auch schon viel Spaß. Ja? Sehr schön. Ja? Also ich bekomme immer jedes Mal so neue Freunde, neue Bekannten. Wenn sie Kunden von mir geworden sind, dann sind wir auch schon befreundet. Das heißt, wir tauschen unsere Nummer, ja, unsere Telefonnummer. Wir kommunizieren uns per WhatsApp und ich lade oft auch schon meinen Status am WhatsApp, sodass jeder das auch schon angucken kann. Ja. Kan bagi Anda yang mau datang ke Lombok, fasilitas sudah lumayan bagus, ya. Terutama jalan-jalan umum, jalan-jalan utama sudah cukup baik, ya. Dan ini akan menambah kenyamanan Anda untuk berkendara di Lombok. Silakan dinikmati perjalanan ini. Saya akan merekam beberapa saat untuk menunjukkan seperti apa sih jalan yang kita punya di Pulau Lombok. Sangat bagus, ya, sangat representatif, ya, jadi sangat nyaman, ya. Diese Ecke heißt Mangsit, so circa 5 Minuten von dem Zentrum. Ja. Da sind Holiday Resort, Katamaran, Kunji Villas, ja. Sind auch schon viele andere. Und wenn Sie hier wohnen, zum Beispiel in der Ecke von Mangsit, dann schaffen Sie dann nur 5 Minuten bis zum Zentrum hin. Ja. Und dort gibt es auch Restaurants, ja, wo Sie dann auch gut essen können. Ja. Und das Taxi würde es vielleicht um die 20.000 Rupias kosten. Es entwickelt sich gerade die Insel. Es gibt ja viele leere Ecken, ja, also das Land zum Beispiel, dass man auch hier auch ein bisschen was investieren kann, Hotels aufbauen, ja. Ein bisschen Geschäft so einplanen auf Lombok wäre auch schon nicht schlecht, ja, weil die Insel sich auch schon sehr gut entwickelt. Besonders es konzentriert sich zurzeit, die Regierung meine ich, konzentriert sich zurzeit, um die Insel hier zu entwickeln. Ja. Deswegen ist auch schon bekannt, diese Ecke, als ein neuer Bali hier. Als ein neuer Bali, das heißt, da gibt es auch schon viele andere Balis. Ja. Man kennt zurzeit nur Balis als Haupttouristenziel, aber eigentlich, da gibt es auch schon viele andere schöne Inseln, was Sie besuchen können. Ja. Lombok zum Beispiel, es gibt noch weitere Ecken, weitere Ziele wie im Osten. Flores zum Beispiel, es ist sehr wunderschön. Ja. Da ist ja diese Komodo-Insel, diese bekannte Komodo-Insel. Ja. Ja, jadi seperti ini adalah wilayah Mangsit. Di sini ada hotel-hotel Katamaran, hotel Holiday Resort, Kunti Villas, ya. Dan banyak lagi hotel-hotel lainnya bisa dieksplor, ya, untuk bisa dieksplor untuk perjalanan Anda berikutnya. Saya lagi mencari teman saya. Jadi kita saya berhenti dulu sebentar di sini untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bangsal, ya. Jadi dari sini, dari Mangsit, saya hanya membutuhkan sekitar 20 menit, tapi saya berhenti dulu sebentar. Saya tunjukkan juga di sana, ada di atas bukit itu ada sebuah hotel, saya juga belum tahu namanya, ya. Nanti bisa dieksplor sendiri.
Ini adalah hotel yang cukup bagus, saya kira views-nya dari atas sana akan ada kelihatan pantai di Pulau Lombok sebelah barat ya. Kemudian dari sana juga saya kira karena tempatnya tinggi, kita bisa melihat pemandangan laut. Okay, wir fahren weiter. Ja. Das ist die Westküste der Insel. Das sind ja schöne Landschaften hier. Während der Fahrt kann man sehr schön die schöne Landschaft hier genießen. Ja. Das ist immer noch Mangsit, ja. Ini kita masih berada di Mangsit, ja. Jiva Klui hier an der Ecke, ja. Ein wunderschönes Hotel. Da können Sie dann auch schon immer die Namen des Hotels notieren. Das kann man immer bei der Buchungsplattform dann aussuchen. Ja. Dann gibt es dann auch schon immer Preise dafür. Wie zum Beispiel, ich kann auch schon immer Werbung machen für Booking.com zum Beispiel, ist sehr gut, oder gibt es auch schon noch andere, ja. Wie Agoda zum Beispiel, ja. Also die sind ja alle die bekannten Buchungsplattforms, was man hier bei uns kennt. Ja. Das kann man immer die Namen der Hotels hier aussuchen. Ja. Dann haben die dann zurzeit immer so große oder günstige Angebote, ja. Das kann man immer jede Zeit buchen, ja. Besonders zu dieser Zeit, Anfang der Hauptsaison eigentlich, Juni oder Ende Mai, ja. Dann kann man ja auch schon ein bisschen was buchen, ja. Ich habe ja so einen Anruf bekommen. Okay, wir fahren weiter. Ja, das war eine kurze Unterbrechung von dem Freund, ja, von dem Kollege. Ja, ich zeige Ihnen weiter, wie die Straßen hier auch, wie schön die Straße oder die Landschaft hier aussehen, ja, in Lombok. Ja. Wie gesagt, es ist noch nicht so ganz weit entwickelt, die Insel. Ja. Die Insel Lombok ist noch nicht so ganz weit entwickelt, deswegen sieht man auch noch nicht so viele Hotels. Ja. Aber die Insel hat eine gute Zukunft. Ja. Hier gibt es dann viele schöne Strände, Weißsandstrände im Süden zum Beispiel. Wenn Sie dann nach Süden fahren, Richtung Kuta und der Küsten entlang von Osten nach Westen, sind alle da lauter Weißsandstrände. Das können Sie dann immer schauen, ja. Wenn Sie da sind, dann auch ein bisschen entdecken. Ja. Kann man entweder mit mir fahren für Tagesausflüge oder einfach mal so einen Roller fahren. Das wäre auch kein Problem. Aber natürlich würde ich dann immer ein bisschen abraten, also selber zu fahren. Besonders diejenigen, die nicht so gewohnt sind mit dem Linksverkehr. Dann muss man schon ein bisschen üben, ja. Dass der Verkehr oft bei uns für die Europäer ein bisschen chaotisch oder ziemlich chaotisch, ja. Aber man sagt immer, wenn man gut hier bei uns fahren kann, ja, dann kann man überall auf der Welt fahren, ja. Also so ungefähr, das sagen viele dann, ja. Aber natürlich gibt es auch natürlich Möglichkeit für Sie, die halt dann hier mit uns selber auf eigenen Faust die Insel erkunden
holen, dann ist auch schon eine Möglichkeit. Ja? Besonders ist der Verkehr auch nicht so viel. Straßen sind so gut. Ja? Dann müssen Sie dann auch schon ein bisschen aufpassen, wenn Sie dann selber fahren. Besonders, wie gesagt, Linksverkehr ist natürlich schon die andere Fahrweise von den Einheimischen und muss man halt schon ein bisschen üben. Ja? Wenn man das halt mit Europa vergleichen, außer England. Ja. Jadi, Lombok cukup menjanjikan untuk investasi masa depan bagi Anda yang memiliki modal cukup ya untuk membangun, untuk membuat investasi di Lombok seperti misalnya membuat hotel atau penginapan ya. Mumpung masih banyak lahan-lahan kosong di tempat-tempat yang bagus ya. Tentu saja itu akan membuat biaya operasional ataupun investasi menjadi tidak begitu besar ya, karena masih banyak lahan yang bisa dipilih dan persaingan belum begitu ketat ya. Karena saya merasa Lombok memiliki masa depan yang cukup bagus ya sebagai daerah tujuan wisata, karena sudah dicanangkan oleh pemerintah juga dengan apa yang disebut dengan New Bali ya. Jadi untuk mempopulerkan plan atau rencana pemerintah, maka mereka menyebutnya sebagai New Bali, karena selama ini wisatawan banyak mengenal Bali sebagai daerah tujuan wisata. Di sini ada atraksi wisata seperti misalnya pernah dulu gubernur kita di Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa di Lombok kita melihat, bisa melihat Bali, karena segala apa saja yang dilihat di Bali bisa dilihat di sini. Ataukah apa yang disebut dengan atraksi wisata, karena banyak juga saudara-saudara Hindu kita yang hidup di Pulau Lombok sejak dulu. Nah, ini adalah sebuah hotel baru ya, Royal Avila. Royal Avila, boleh dicatat juga. Royal Avila is a nice hotel, ya. In vielen Buchungsplattformen werden Sie dann auch finden gleich, ja. Ist ein neues Hotel hier links, ja. Da sieht man auch die Wand hier gerade da. Jadi cukup menjanjikan. Ini juga ada hotel-hotel baru di sini. Ya tadi sebelah kiri tadi itu Hotel Royal Avila, cukup bagus ya, dan tempatnya adalah di lereng sebuah bukit ya, dan langsung menuju ke pantai ya. Nah, inilah jadi pemandangan di Pulau Lombok. Di sana, pulau kecil di sana itu adalah Gili Air, Gili Minu, Gili Trawangan. Kemudian di sini kita juga bisa melihat di sebelah sana tadi adalah hotel baru yang belum juga selesai, karena saya sudah melihatnya bangunan itu sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu, cuma terganggu karena akibat gempa tahun 2018 lalu cukup membuat banyak, mengakibatkan kerugian ya, di Lombok bagi mereka yang membuat hotel-hotel di sini, karena banyak sekali hotel yang rusak parah karena terkena gempa, karena kekuatan gempa saat itu dari 6,1 sampai 7 ya. Jadi gempa itu, gempa susulan juga terjadi gitu ya. Nice.
hier vorne ist ein mobiles Geschäft, ja? Das nennen wir Rujak. Ja? Also es ist eine Art von Salat. Ja? Also der Mann fährt rum um die Insel, um diese Salat zu verkaufen. Aber Salat ist ja bei uns hier, oder Rujak ist ja mit braunem Zucker, alles gemischt. Ja? Also mit vielen Arten von Früchten, dann gemischt, also mit Zuckersoßen, ja. Ja, also wir haben dort, ja, wir sehen gerade, was die dort tragen hinter dem Rollerfahrer. Die sind lauter Früchte, ja. Das nennen wir Rujak bei uns, ja. Geht steil hoch die Straße, aber so kann ich auch schon noch den Mann hier aufnehmen, ja? Also auf mein Video. Ja? Er fährt langsam, schafft der Roller vielleicht auch nicht. Ja? Bei mir muss ich auch schon Gang wechseln. Ja? Geschäfte links hier, ja, also zum Grillen, ja. Da die meisten Leute hier in der Nähe, also in dem Dorf, ja, vom Fischen leben, ja. Dann gibt es auch Angebot von Grillenfischen, also Grillfischen hier an der Ecke. Also man kann einfach mir an der Straße hier anhalten und da in den Warung da rein und man lässt dann paar Fische dann grillen, also zum Essen, für Mittagessen zum Beispiel. Wir halten gerne auch viele Einheimische zur Mittagspause zum Essen.
also Busse oder Busse, dass dass Touristen auch hier zu uns kommen. Ja. Das ist auch schon eine Ecke, wo Einheimische aufhalten zum Fotografieren, weil wir dann von hier aus die Insel, kleine Insel dort drüben sehen, ja. Die Gilitrawahan-Humen. Ja. Wir fahren jetzt weiter Richtung Bangsal. Hier an der Straße, ne? Ja, das ist, die gehören auch schon Leuten. Da mit Ihnen, ja, also natürlich, es freut mich, dass ich dann auch schon eine Idee gefunden habe, jetzt so die Fahrt hier aufzunehmen, dass ich auch schon Ihnen was zeigen kann von der Insel. Ja. Also Sie können immer bei mir bleiben, also für die, also einfach mal sich anmelden oder sich, was heißt das, subscribe, ja, bei meinem Channel, ja. In meinem Kanal, ja, dass Sie auch schon immer die aktuellen Videos bekommen, mitbekommen können. Besonders natürlich werde ich jedes Mal Video aufnehmen, um Ihnen zu zeigen, wie alles dann läuft bei uns hier. Natürlich, das ist halt wichtig, wenn Sie dann auch schon gut finden, was ich dann jetzt mache. Natürlich werden Sie dann auch schon auch mit mir dann auch die Fahrt machen. Das wird auch mich sehr freuen, ja, natürlich. Ich freue mich immer, neue Kunden zu bekommen. Ja. Und deswegen erwarte ich dann, dass ich dann auch schon immer neue Kunden bekomme, also die dann auch schon meinen Videokurs schon gesehen haben. Ja. Ich kann auch schon immer organisieren Ausflüge in die andere Ecke, Indonesien, wie zum Beispiel. Ich fahre oft Richtung oder ich fliege oft Richtung Komodo zum Beispiel. Komodo ist ja auch schon sehr interessant, ja? Also die Überbleibsel von Dinosaurier, ja? Die bis jetzt noch leben, bis jetzt man noch sehen kann, da besuchen kann. Und da kann man auch schon schön Fahrt mit dem Segelboot machen oder Motorboot, ja. Wir können auch schon schön schnorcheln, ja, besonders was schön, am schönsten finde ich dann auch das Schnorcheln dort auf in Komodo, dass wir beim Schnorcheln diese große Mantas sehen können. Ja. Hier auf Lombok kann man auch schon immer die Schildkröten sehen beim Schnorcheln, besonders auf den drei Gilis. Ja. Natürlich, es ist ja halt dann sehr empfehlenswert, wenn sie schon hier da sind, ja, dann kann ich immer etwas empfehlen. Ja. Natürlich, es freut mich. Ja. Weiter noch die Straße. Ja.
bagi Anda yang orang Indonesia, ya, tentu saja saya senang jika Anda bisa melakukan perjalanan di Lombok dengan saya. Tentu saja kita bisa berkendara, ngobrol-ngobrol, ya. Silakan Anda hubungi nomor saya yang tertera di kolom deskripsi, ya. Berada di Teluk Kode namanya, ya. Jadi Teluk Kode adalah sebuah dermaga atau pelabuhan, ya. Di sini banyak berlabuh kapal-kapal pribadi, ya. Kadang juga kapal-kapal dari luar negeri, mereka banyak berlabuh di sini. Tapi sebenarnya ini juga digunakan oleh hotel-hotel yang berada di Gili untuk mentransfer tamu-tamu mereka menggunakan kapal cepat, ya, fast boat, ya. Namanya Teluk Kode. Tapi sekarang kita menuju ke Bangsal, ya. Das ist der zweite Hafen hier im West Lombok, ja. Der eine Hafen heißt Bangsal oder Bangsaler Hafen. Wenn Sie dann von Bali hier rüber kommen, dann kommen Sie in Bangsal Hafen an. Und dann hier, früher wurde es auch schon für Boote von Bali hier benutzt, ja. Aber jetzt nicht mehr. Das ist mehr für Leute, die halt dann Boot brauchen, von hier zu den Gilis dort zu fahren, ja. Oder die Leute, die halt dann einfach mal Ausflüge machen, ja, also die Schnorchelausflüge machen von Lombok aus. Dann fährt man ja von dem Hafen Teluk Kode aus, ja, Richtung Drei Gilis, ja.
mehr Verkehr, ja, von den Einheimischen, weil es hier so ein Dorf gibt. Ja. Dann sehen wir auch schon, da sind Kinder hier vorne. Die fahren jetzt zu dritt, ja, auf einen Roller ohne Helmet. Ja. Hier, die Kinder. Ah, ich dachte, jetzt hier, die sind vielleicht um die 5 Jahre. Ja. Und die Kinder 3. Hier vorne. Traditionelle Fahrzeuge, mit den Kutschen fahren gern die Einheimischen, besonders zum Markt, ja, der auch nicht so weit weg von zu Hause. Ja.
ausbezahlt werden. Das ist der Hafen von Bangsal. So, wir sind schon hier da. Ich warte noch ein bisschen auf meinen Kunden. Ja. Bis gleich. Das ist der Hafen von Bangsal. Ja. Hier gibt es dann auch schon die Tür zu den Booten, die dann zu den jeweiligen Inseln fahren, wie zum Beispiel nach Trawangan oder hier ist gleich nach Menu und auf der anderen, von der anderen Seite fährt man Richtung Trawangan. Ne? Da haben wir einen Parkplatz. Ich bin jetzt auf dem Elefantenpark auf Lombok. Ja. Die Gäste besuchen gerade den Park. Die wollen ja mit den Orang-Utan spielen. Ja. Und ja, während des Aufenthalts können sie dann auch schon Fahrt zu dem Elefantenpark machen, ja. Elefantenreiten machen oder vielleicht futtern, Orang-Utan futtern, gibt es auch. Ja. So sieht es dann der Park bei uns ja, aus. Das ist der Front Office. Ja. Und das hier ist der Eingang. Ich komme aber nicht weiter rein. Ja. Ich warte hier draußen. Aber ich kann auch schon innen ein bisschen zeigen von dem Eingang. Ja, das ist der Eingang und da sind die Vögel. Ja. Wenn man so Elefantenreiten macht, dann fängt man hier an. Ja. Wildlife Park.